Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Let's Play Forza Horizon 2. So, wir sind hier mitten in der Pampa, haben eben noch den Scheunenfund hier geholt. Ja, jetzt wird es gerade dunkel, das heißt, wir fahren mal eben ganz kurz im Dunkeln rüber. So, der erste Scheunenfund aus der letzten Folge ist sogar schon fertig. So, und dann fahren wir mal zurück nach Hause. Aber nach Sisteron geht's. Das ist da so nordwestlich. Und ja, wenn wir da sind, dann werden wir erstmal zwei Rennen fahren. Und ja, die Scheunenfunde hier, die holen wir dann ab, wenn wir hier den letzten auch noch fertig haben. Und dann gucken wir uns die mal an. So, ich hoffe mal, dass es bis dahin dann wieder ein bisschen heller ist, wenn wir da angekommen sind, weil das ist eine ganz schöne Ecke. Ja, wobei 5,5 Kilometer ist ja gar nicht so viel. Ich hatte das jetzt mehr in Erinnerung. Ah, wir sind ja schon ziemlich im Westen, ne? Wir sind ja über Nizza, glaube ich, irgendwo. So, der nächste Fähigkeitenpunkt. Entschuldigung hier für dieses Rampage-Gedöns auf der Straße. So, ich möchte mal ganz kurz schauen. So, Boni, 7 haben wir. Sie verdienen 25 Minuten durch den Download von Lackierung. Ist ja super. Zu Beginn eines infiziert, ja, ja, super. Ja, warum nicht? Ist zumindest irgendwas halbwegs Nützliches, ne? Endet eine Sekunde später als normal. Auch nicht schlecht. 6 steigen, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ja, da müssen wir erstmal warten. Oh, das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. So, dann mal weiter. Und da geht's auch gleich auf die Autobahn. Ich bin am Überlegen. Ja, fahren wir auch auf die Autobahn. Ach, guck mal, neuer Scheunenfund direkt. Ja, Leute, überredet. Hinter. Da ist auch noch eine Tafel, die ich schon länger mitnehmen wollte, hier mit diesem, so eine Geldtafel. Machen wir das kurz. Dann haben wir, das ist der vorletzte Scheunenfund hier in diesem Spiel. In 400 Meters, turn left. Oh mein Gott, wir sind viel zu schnell für diese Straße hier. Turn left. Oh, ich habe da was gesehen. So, nur dieses Durchgedrehe hier, wenn der nicht gerade auf Asphalt fährt, ist schon ein bisschen übel. So. Arena coming right at you loud and proud. So keep tuned in or you won't hear the rumors that I'm hearing right now. I'm hearing about a classic Renault that the good folks of Horizon are convinced. Scheiße, sind wir jetzt auf der Autobahn? Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, richtige Autobahn ist es nicht, ja, ist eher so eine Schnellstraße. Find it, take it, drop. Dude, how goes it? I got a present for you if you want to drop by the garage. Yep. Your Maserati Birdcage is ready. So, ich wusste doch, dass sich das irgendwo versteckt. So, und jetzt im Dunkeln hier den nächsten Scheunenfund suchen. Das ist ja super. Ah, was heißt suchen? Ich glaube, wir haben ihn gerade gefunden. Thank you.
Ich wollte gerade sagen, was ist jetzt los? Oh, ah, der ist geil. Das ist ein Porsche. Renault Alpine. Ich nehme alles zurück, ja? Maybe we'll see her racing again once I've given her a little TLC, right? Alter, und die Alte, die kann echt bei, wie heißt dieser Auto schon noch, wo man hier Pimp My Ride, ne? West Coast Customs. So. Ja, dann wollen wir aber doch irgendwann mal anfangen hier mit den Rennen, das habe ich ja versprochen. Jetzt haben wir ja zumindest schon mal 3 offene Scheunenfunde, die gucken wir uns dann vielleicht mal in der nächsten Folge an oder in dieser Folge, je nachdem, wie viel Zeit wir nach den Rennen noch haben. So, das war so dieser berühmte Tunnelblick eben. Wenn man da so durch den Tunnel knallt, davon spricht man, glaube ich. So, das sind die Rennen. Ah ja, und da ist das eine ja direkt vor unserer Nase. Das ist ja schön, an den anderen sind wir schon vorbeigefahren. So, gucken wir nochmal genau. Das hier ist innerhalb, alles klar. Nehmen wir das als erstes, da kommen wir nämlich hier an dieser Stelle dann auch wieder raus. Und dann gucken wir, welches wir dann als nächstes nehmen wollen. Ja, das ist das Richtige. Citadel Circuit. Ja, da bin ich mal gespannt. Also, es ist ein Rundrennen. Wir hören schon hier am Namen Circuit. Das heißt so viel wie Rundrennen. Und oder Runden und sowas. Ja, und dann wollen wir mal gucken. Ja, die anderen Autos, die haben auch ähnliche Wagen, wahrscheinlich so Oberklasse, was die Sportwagen angeht. Wir können ja mal gucken. Aston V12, Mercedes SLR, SLS, Ferrari, Shelby, oh, BMW V6. Alles klar. So, auf geht's. Super! Alter, ist ja auch hier, ist ja schlimmer als Monaco, als Monte Carlo hier die Strecke. Alter, und der hat auch schon einiges mitgenommen. So, aber 3 Runden haben wir. Also immer mit der Ruhe. Alter, die Strecke ist nicht so meins, ne? Aber bei dem Auto, was wir haben, ist die Konkurrenz auch wirklich ziemlich hart. Ja, und das Auto ist nicht so dominant wie das Auto, was wir in den letzten Rennen hatten. Muss man auch dazu sagen. So, aber Platz 3 wird er wohl drin sein, oder? Scheiße, die sind schon ordentlich weg. Hier sind Platz 4 und 5. So, müssen wir mal ein bisschen Gas geben hier in die letzten 1,5 Runden. So, Gilbert, block uns nicht, lass uns vorbei, damit wir hier noch die anderen holen können. Danke. So, und jetzt mal Gas geben hier. Der Anfang war nämlich nicht so geil.
Ja, jetzt sieht es aber gut aus. Jetzt haben wir uns so ein bisschen auch mit dem Auto hier zurechtgefunden. Platz 1 ist weg, Platz 2 ist theoretisch noch möglich. Und Platz 3, ja, ja. So, hier. Und Platz 2 sollte auch kein Thema sein, ne? Holen wir noch. Ah, auch wenn die Kurve jetzt nicht so optimal war. Wow, 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 jetzt müssen wir... Ja, 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 jetzt haben wir hier aber nochmal Verkehr. Meine Herren. Haut ab, ihr Affen. So. Platz 3, immerhin. Ist okay. Kann man mit leben. Auf jeden Fall die beste Rundenzeit, ne? Das war, glaube ich, Runde 2. Naja, geht doch. Das war mal ein Hin- und Hergeschiebe, meine Herren. Gut. Also, Supercars ist das. Ja, und dann würde ich sagen, ab zu Rennen 2, ne? So, müssen wir gleich mal gucken, was denn hier in der Nähe ist. Ja, der Maserati ist auch nicht so schlecht. So, also hier haben wir einmal, ja, bleibt innerhalb der Stadt und das hier eigentlich auch. Ich würde sagen, wir nehmen das hier und dann kommen wir hier ja raus, fahren wir hier hin und dann nehmen wir das hier. Wer weiß, wo wir da hinkommen. Ach, hier wieder zurück, alles klar. Aber wir fangen hier dann mal an. Das nehmen wir noch in dieser Folge mit. Und die anderen beiden Rennen dann in der nächsten Folge. So, und der nächste Scheunenfund. Ja, das würde ich sagen, machen wir den in der nächsten Folge, weil wir ja jetzt gerade uns so ein bisschen entfernen von der Garage, die hier vorne ja eben war. Oh! Nein, nein, nein. Ah, habe ich es nicht rechtzeitig geschafft zu drücken oder was? Ich habe die ganze Zeit X gedrückt. Ah, das erste Mal, dass wir hier vorbeirasen. So. Ja, Riverside Sprint. Alles klar. Also, es geht quasi am See lang. Welcher See auch immer. Aber wir werden es ja hoffentlich gleich sehen. So, und ich werde gerade wieder müde, das ist ja super. Gerade 3 Folgen aufgenommen in der Aufnahme und schon müde. So. Das ist schon ein schickes Auto. Kann man nicht anders sagen. So, auf geht's. Und Ziel ist natürlich Platz 3, wenn es geht, auch Platz 1. Alter Schwede, da haben die anderen aber gut mitgeholfen. Somit sind wir schon auf Platz 5. Hier auch wieder einer hier, der nicht so ganz die beste Linie hatte. Ah, den haben wir aber schön überholt hier innen. Also diesmal scheint es besser zu laufen. Hier, auch hier rechts angetäuscht, links vorbei, als wenn ihn das interessiert hätte. So, aber die Kurve war nicht ganz sauber. Naja. Ach, da ist schon das Ziel. Oh shit. Ich dachte, das geht noch viel weiter. Das war ja mal ein schnelles Rennen. Na, da hätten wir locker gewinnen können. Naja, schade. Macht nichts. Trotzdem, Sieg ist Sieg. Und ja, also, das läuft doch richtig gut. Nächste Folge darf es gerne so weitergehen. Und ja, wäre schön, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Da machen wir dann weiter mit den nächsten beiden Rennen und holen uns auch
die beiden Scheunenfunde ab. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich sag danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Leute, bitte einen Daumen hoch. Und ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.